Hallo zusammen. Sag mal, wie schaffe ich das, dass der Concealer meine Augenringe abdeckt und trotzdem nicht in die Fältchen kriecht und sie gar noch betont? Ich finde das fürchterlich. Es sieht immer so trocken aus. Es bröckelt. Was soll ich tun, damit mein Concealer nicht creased? Ich glaube, diese Art von Fragen sind die meistgestellten hier auf meinem Kanal, die mich immer wieder erreichen. Ich soll doch bitte mal zeigen, wie mein Concealer richtig aufträgt, beziehungsweise wie man es schafft, dass alles schön weich und smooth unter dem Auge aussieht, abgedeckt ist und gleichzeitig die Fältchen nicht betont, nicht in die Fältchen hineinkrabbelt und auch nicht trocken aussieht. Ich werde heute mein Bestes geben, zwei Concealer-Techniken zu zeigen, beziehungsweise eine teste ich zum allerersten Mal aus. Ich habe also unterm Auge jetzt zwei verschiedene Variationen ausprobiert, zeige euch jetzt gleich, wie ich das gemacht habe. Die erste Variante ist die Variante, die ich selbst bei mir am allerliebsten anwende. Und zwar trage ich in der Regel genau so meinen Concealer auf. Ich bin jetzt 46 Jahre alt und ich habe Fältchen, Lachfältchen, die gehören dazu, das ist nun mal so, aber man möchte natürlich nicht mit Make-up alles noch schlimmer machen. Das kann ich auch total gut verstehen. Viele haben mir aber geschrieben, sie haben etwas stärkere Fältchen hier oder solche Krähenfüße oder schlimmere Verdunklungen hier unterm Auge und haben mich gefragt, wie man das schaffen kann. Ich zeige euch also diese Variation, die man auch in vielen anderen Videos finden kann, englischsprachig, deutschsprachig. Ich habe diesen Tipp immer und immer wieder auch gesehen und ich finde ihn gut und möchte ihn hier einfach nochmal in aller Ruhe erklären und ganz nah zeigen. Ich komme also gleich noch näher ran, damit ihr das auch gut erkennen könnt. Die andere Variation, die ich heute teste, und ich teste sie selbst zum ersten Mal, habe ich in einem Video gesehen bei einer englischsprachigen YouTuberin. Ich verlinke euch ihr Video gerne unten in der Infobox. Sie selbst hat es nochmal woanders her, den Tipp, und hat es selbst ausprobiert und es sah einfach toll aus. Und ich habe gedacht, vielleicht ist das auch eine Variante, die man vielleicht mal anwenden könnte, ausprobieren könnte, mit der man vielleicht gut fährt und was am Ende des Tages vielleicht perfekt und glatt und toll aussieht. Ich wollte das selber gerne testen und wollte euch gleichzeitig daran teilhaben lassen. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Zusehen, wie ich das Ganze auftrage. Vielleicht könnt ihr das Step by Step auch so ein bisschen mitmachen, wenn euch das interessiert. Ich werde mich aber auf jeden Fall später nochmal melden und euch mein Fazit zu beiden Variationen dann sagen. Das ist jetzt mein ungeschminktes Gesicht. Ich war heute schon geschminkt, habe mich vorhin abgeschminkt, um mir eine Maske aufzulegen. Hyaluronmaske von Revitalift. Und deshalb sind meine Augen auch noch geschminkt. Meine Augenbrauen habe ich so ein bisschen nochmal nachgezogen, weil das etwas abging. Aber das ist jetzt das Ergebnis der Hyaluronmaske. Und als erstes trage ich eine gute, pflegende, reichhaltige Augencreme auf. Die Haut unter dem Auge ist super empfindlich und sehr dünn und da sollte man auch nicht so dran rumrubbeln, sondern wirklich, deswegen trage ich es auch mit einem Pinsel auf, vorsichtig so ein bisschen gezielter auftragen, auftupfen und verteilen dann mit dem Ringfinger. Das ist der Finger, der am wenigsten Druck ausüben kann. Umso sanfter bekomme ich die Creme in die Haut und dann tupfe ich das ein und dann lasse ich das aber auch noch eine Zeit lang einwirken. Jetzt ist die Haut optimal vorbereitet, aber ich trage zunächst meine Foundation auf. Concealer kommt erst im zweiten Schritt, damit ich sehe, wie viel ich überhaupt noch brauche. Aufgetragen und verteilt habe ich die Foundation jetzt mit einem Foundation-Pinsel. Damit kann man auch ganz gut nochmal tupfen, sodass sich das schön verteilt und verblenden lässt. Aber ich mag es auch sehr gerne, nochmal mit einem Beauty-Schwamm hinterherzugehen. Den hier habe ich richtig nass gemacht und ausgewrungen und dann nochmal in einem Handtuch so grob angetrocknet, sodass der nicht mehr ganz nass ist, aber schon sehr feucht. Und da gehe ich jetzt einfach nochmal über die komplette Foundation drüber. So trage ich die Foundation am liebsten auf, dann wird auch nichts fleckig, alles ist gut verteilt und sitzt gut auf der Haut. Ihr seht, glaube ich, dass das Hyaluron noch so durchkommt und so ein glowy Finish hinterlässt. Und jetzt kommen wir zum Concealer. Ich werde bei beiden Variationen die gleichen Produkte verwenden, damit wir auch sehen können, was die Technik ausmacht, was ja die einzelnen Schritte tatsächlich bewirken und es nicht am Produkt liegen kann. Und ich starte mit meiner linken Seite, von euch aus gesehen rechts, mit der herkömmlichen Methode, wie oftmals dazu geraten wird, den Concealer aufzutragen, um ihn wirklich perfekt aufzutragen, auch für Fältchen, dass er nirgendwo hinkriecht und so weiter. Und da ist eigentlich die gängige Methode, weniger ist mehr,
Das ist Punkt 1, also wirklich nicht viel auftragen. Man sieht das manchmal in Videos, dann wird wirklich hier so ein großes Dreieck gemacht und ganz, ganz viel von dem Produkt aufgegeben. Das ist aber gar nicht nötig. Deshalb streife ich jetzt hier auch den Applikator mal so ein bisschen ab und tupfe jetzt hier in den inneren Bereich, wo ich die leichte Verfärbung habe. Die seht ihr wahrscheinlich auch, diesen dunklen Fleck. Hier gebe ich ein bisschen Produkt auf, aber ich gebe auch ein bisschen darunter auf und so ein klein wenig hier außen. Da habe ich nämlich auch immer eine Verfärbung. Und dann soll man das Produkt mit so einem Beauty-Schwamm oder auch mit den Fingern schön verteilen und einarbeiten. Ich beginne jetzt mal mit dem Beauty-Schwamm. Hier tupfe ich auch wieder auf die Stelle, wo der Concealer jetzt auch sitzt. Also ich reibe nicht hin und her, sondern ich tupfe ihn genau an die Stelle, wo er sitzt. Ich schaue zwischendurch mal nach oben, dann komme ich etwas näher an die Härchen dran. Ich mache das sehr gerne mit dem Beauty-Schwamm, aber viele schwören auch darauf, da nochmal mit dem Finger hinterher zu gehen oder direkt mit dem Finger einzuklopfen. Und im Anschluss soll man relativ flott, bevor dieses Produkt die Möglichkeit hat, sich in die kleinen Fältchen zu setzen, ein loses Puder verwenden. Ich habe hier mein Zauberpuder zur Hand. Und dann auch den feuchten oder angefeuchteten Beauty-Schwamm zu nehmen, mit der Spitze einzutunken in das Puder, auch wirklich viel Produkt aufzunehmen. Und das dann ebenfalls an die Stellen, wo der Concealer sitzt, aufzutupfen. Und davon auch eine etwas größere Menge. Das soll eben verhindern, dass der Concealer feucht bleibt und in die Fältchen kriecht. Und wenn das geschafft ist, also wenn das Puder jetzt sitzt, auch eine größere Menge davon sitzt, kann man einen Augenblick warten, sodass sich das auch schön verbinden kann, und dann geht man mit einem lockeren Pinsel her und fegt überschüssigen Rest weg. Viele machen das so, also drücken richtig auf und fegen das Produkt so weg. Das würde ich jetzt nicht machen, sondern ich würde nur so mit ganz leichter Hand so ein bisschen das überschüssige Puder wegnehmen. Nur so federleicht. Und dann sollte der Concealer sitzen und da bleiben. Also hier ist der Concealer drauf. Ich glaube, ihr könnt das Ergebnis sehen. Ich finde das Ergebnis sehr schön. Ich mag den Concealer jetzt aber auch und das Puder auch sehr gerne, weil ich finde, der Concealer deckt sehr gut ab. Der hat eine hohe Pigmentierung und schafft es auch mit wenig Produkt, die dunklen Stellen abzudecken. Allerdings habe ich nicht so dunkle Stellen. Und da müsstet ihr mir dann helfen und in die Kommentare schreiben, wenn ihr wirklich tiefe Augenringe habt, dunkle Verfärbungen, bläuliche oder auch rötliche, ob ihr einen Concealer gefunden habt, der das super abdeckt und trotzdem nicht in die Fältchen kriegt. Das würde mich interessieren und das würde mich auch sehr freuen, wenn ihr euch da unten in den Kommentaren ein wenig untereinander auch austauscht, auch Tipps weitergibt, was da bei euch funktioniert und was nicht. Ich denke, das ist hilfreich für jeden, der dieses Video schaut. Also, ich sehe natürlich jetzt, dass es gut aussieht. Meine Fältchen sind dadurch nicht verschwunden. Ich kann natürlich nicht mit Produkt meine Fältchen verschwundibus machen. Und wenn ich jetzt so mache, dann habe ich natürlich noch meine Falten. Aber wenn ich dann wieder entspannt gucke, sind die jetzt nicht extrem betont oder das Produkt krabbelt auch nicht rein. Was ich persönlich sehr angenehm finde. Also für mich funktioniert diese Variante sehr gut. Ich gucke jetzt nochmal ganz von nahem und ich habe da nichts auszusetzen. Versuchen wir nun auf dieser Seite, auf meiner rechten, von euch aus gesehen links, den neuen Trick, den ich gesehen habe in einem Video. Die Dame, die das gefilmt hat, ist englischsprachig gewesen und auch sie hatte das, ich glaube, von einem TikTok-Video, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auch wieder abgeschaut und hatte auch was eingespielt von der Dame, die das ursprünglich geteilt hatte. Ich fand das aber so interessant, dass ich es unbedingt ausprobieren wollte. Ich schreibe euch selbstverständlich auch ihren Kanal unten rein. Auch hier verwende ich wieder den gleichen Concealer. Das Prinzip ist also dasselbe. Eine gute Augencreme auftragen, weniger ist mehr. Das merken wir uns jetzt mal alle. Und dann wirklich ein bisschen was von dem Concealer auftupfen an die Stellen, wo man es braucht. Auch hier wird der Concealer dann wieder eingetupft. Jetzt kommt der Trick. Im Anschluss, wenn der Concealer sitzt, soll man ein Setting Spray zur Hand nehmen. Es wurde jetzt nicht näher beschrieben, welches. Deswegen nehme ich mein Liebstes, das All Nighter Setting Spray. Und man soll es auf den Handrücken sprühen. Mit dem Finger aufnehmen. Das mache ich jetzt gerade schon. Und dann über den Concealer tupfen. And just really lightly set that under your eyes. Like, do you see the difference?
Ich habe mir das jetzt gerade nochmal angeguckt, weil ich dachte, ich hätte mich verhört oder was falsch gemacht. Ich habe jetzt den Concealer aufgetragen und habe das Setting Spray vom Handrücken aufgenommen und eingeklopft. Ihr habt es gesehen. Und vielleicht komme ich noch mal ein bisschen näher. Seht ihr diese Flecken, die ich hier bekommen habe? Also das Produkt setzt sich ja jetzt schon total ab. Also ich habe ja hier quasi das Produkt schon weggenommen. Wahrscheinlich durch das Setting Spray. Also so fleckig, wie das jetzt ist, kann ich das nicht setten. Das geht nicht. Also das war jetzt auf jeden Fall schon mal ein Fail und funktioniert nicht. Ich mache jetzt Folgendes. Ich nehme mir das Produkt jetzt wieder ab und alle Schritte, die ich davor gemacht habe, werde ich jetzt wiederholen. Okay, vielleicht hatte ich ja vorhin auch etwas zu viel Setting Spray drauf. Kann ja sein. Ich mache das jetzt so, dass ich ein anderes Setting Spray verwende. Ich habe noch eins hier von Revolution Pro, das Supreme Hold Finishing Spray. Ist also auch so ein Spray, was man sich zum Setten nachher über das Gesicht sprüht. Ja, nimm das Produkt auf, vorsichtig, auch nur mit einem Finger und nicht so viel. Und tupfe jetzt wieder über den Concealer, wie angegeben in dem Video. Okay, ich denke, das hat jetzt etwas besser funktioniert. Zumindest setzt sich da jetzt gerade nichts ab. Nimm trotzdem noch mal was auf meinen kleinen Finger. Ich glaube, die Dame in dem Video hatte mehr genommen. Aber egal, ich probiere das jetzt einfach aus. Just keep tapping, going back and forth, just like this, until the setting spray dries. You'll feel it dry. Jetzt soll man das Setting-Puder nehmen mit einem Pinsel, aber nicht zu so viel. Ich nehme jetzt nur ein bisschen was auf, klopfe das gut ab, weil man soll ja nicht so viel nehmen. Und tappe das jetzt genau auf die Stelle, wo der Concealer sitzt, auch mit ganz leichter Hand. Das sieht gut aus. Auch jetzt, wenn ich so mache, lache, Fältchen sind da, gucke ich wieder entspannt, sieht es auch wieder entspannt aus. Auch auf den zweiten Blick muss ich sagen, gefällt mir jetzt die Seite, wie ich es normalerweise mache, also die klassische Concealer-Seite, besser. Das hier sieht für mich etwas leichter aus, aber vielleicht habe ich auch einfach ein bisschen weniger Produkt jetzt genommen oder es ist so ein bisschen verwässert worden durch das Setting Spray, das mag sein. Nichtsdestotrotz möchte ich ja die Technik testen und schauen, was davon am Ende des Tages besser aussieht. Deswegen lasse ich das jetzt so. Ich nehme jetzt noch mal ein bisschen Puder nach und fege damit überall über die Stellen, wo ich die Foundation aufgetragen hatte, um das auch noch mal zu setten, aber wirklich nur ganz leicht und mit sehr wenig Produkt. Und damit ich am Ende des Tages nicht wieder meine Produkte vergesse, die ich sonst noch so aufgetragen habe. Hier auf den Augen hatte ich nur einen Bronzer heute Morgen gegeben und ich trage die Mascara von Chanel, die Le Volume Waterproof und einen Kajalstift von Maybelline an der oberen Wasserlinie und meine Benefit-Produkte auf den Augenbrauen. Jetzt verwende ich diesen Clarins Bronzer aus der Summer Collection 2020. Drei Farben und ich vermische die Farben gerne alle drei zusammen. Bronze damit nur so ein bisschen mein Gesicht. Ihr seht also, dass in der Concealer Area hier nichts mehr passiert jetzt. Jetzt trage ich mir noch einen Blush auf, der ist ebenfalls von Clarins, der Twist to Glow Blush, der ist auch limitiert aus der Summer Collection und das hier oben so ein Netz drin, kann man das Produkt rausdrücken und da kommt ein Puder raus, das man dann mit dem Finger auftragen kann. Auch gleichzeitig so ein bisschen Highlighter, sieht auf jeden Fall richtig schön frisch aus. Und heute nur ein bisschen Lippenpflege von Fresh Sugar Caramel Hydrating Lip Balm. Fresh gibt es bei Sephora. Und ja, so lasse ich das jetzt. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt und welche der Concealer-Techniken mir am Ende besser gefallen hat. So, ihr Mäuse. Schön, dass ihr noch dran seid. Für mich ist jetzt eine Zeit vergangen, so ungefähr 3 Stunden 15, 3 Stunden 20 in etwa, seit ich den Auftrag gemacht habe. Und ich muss sagen, dass ich zwischendurch einmal in den Spiegel geschaut habe, nochmal im Tageslicht. Ich war so ganz nah ran, habe mir das also nochmal genauestens
betrachtet und danach habe ich aber zu tun gehabt und habe da nicht weiter drauf geachtet. Also wir gucken jetzt nochmal gemeinsam. Ich habe natürlich geredet, ich habe natürlich was gemacht, ich bin so rumgelaufen, das Ganze hat sich gesetzt und es ist ja wichtig, dass sich das im Alltag dann beweist, was man da gemacht hat. Und ich nehme mir jetzt zuerst mal diese klassische Seite vor. Ja, da kann ich nur sagen, ich sehe aus wie immer. Genauso mache ich das ja immer, genauso trage ich es auf. Eventuell hat sich hier im vorderen Bereich, wo ich öfter mal so mache, so ein bisschen was. Es hat sich aber nicht gesetzt. Es ist ein bisschen trockener geworden vielleicht im Laufe der Zeit und ich sehe ein paar Fältchen mehr. Aber das ist eigentlich bei mir normal. Das sehe ich immer am Ende des Tages. Es ist nicht so ganz so flawless und airbrush-mäßig geblieben wie frisch nach dem Auftrag. Das ist bei mir aber normal. Das dauert bei mir so 3, 4 Stunden, dann sieht es so aus. Und wenn der Tag um ist und ich mich abschminke, dann sieht es aber eigentlich immer noch so aus. Also es ist nie so, dass ich dann abends in den Spiegel gucke und denke, oh, ist ja alles weg und oh Gott, siehst du knusprig aus unterm Auge und ist das alles trocken. Das ist bei mir nie der Fall. Und da schiebe ich es wirklich darauf, dass ich also gerade in der letzten Zeit immer mehr dazu übergehen, reichhaltige Augencreme aufzutragen, wenn die eingezogen ist, mit wenig Concealer zu arbeiten und dann zu setten und das sitzt einfach dann Bombe. So wie ich es euch auch vorhin gezeigt habe, also den Auftrag habt ihr ja gesehen hier mit dem Make-up-Schwamm und so weiter. Die andere Seite, ich muss sagen, die sieht auch sehr gut aus. Es ist, ich würde fast sagen, ein bisschen weniger trocken unterm Auge. Also hier in dem Bereich, weiß nicht, komm mal näher. Wenn ich jetzt so mache, sieht man, dass es hier so ein bisschen trockener aussieht, aber auf dieser Seite nicht so doll, wenn ich so mache. Ich meine, ich laufe jetzt nicht so durch die Gegend, aber ich mache das jetzt extra, um das zu verdeutlichen. Ich gucke normalerweise entspannt und da hat auch diese Seite hier sich wirklich gut geschlagen. Ich muss sagen, dass ich hier auf meine klassische Art und Weise ein paar Fältchen mehr sehe. Dadurch, dass ich öfter so gemacht habe, sind die Fältchen eben so geblieben. Die graben sich eben ein und bleiben dann im Laufe des Tages so. Und hier ist das weniger der Fall. Ich bin überrascht, wirklich. Ich bin überrascht und verblüfft, dass das so gut geklappt hat mit diesem Setting Spray. Und ich werde auf jeden Fall in den nächsten Tagen diese Variation Concealer aufzutragen. Mit diesem leichten Einsprüher, glaube ich, reicht auf dem Handrücken. Ein bisschen was aufnehmen und auftupfen, einwirken lassen, trocknen lassen und dann setten. Das werde ich auf jeden Fall nochmal genauer betrachten, öfter tragen, hinschauen, mit welchen Produkten das vielleicht auch funktioniert, weil wir haben ja gesehen, dass sich jetzt mein Concealer, den ich verwendet hatte hier, den Infallible Concealer von L'Oreal, zusammen mit dem All-Nighter Setting Spray jetzt nicht vertragen haben. Da gab es ja so Flecken, das sah ja total bescheuert aus. Aber mit dem Finishing Spray von Revolution Pro hat es toll funktioniert. Also es ging. Oder ich habe zu viel genommen. Ich weiß es nicht. Ich werde es auf jeden Fall noch testen. Und ich bin verblüfft über das Ergebnis. Und ich freue mich, dass ich das mit euch zusammen jetzt hier, dass ich gedreht habe, während ich das getestet habe. Und ich hoffe sehr, dass euch das eine oder andere was gebracht hat. Wenn ihr das jetzt nachmacht, egal ob diese Variante oder diese, lasst mich doch gerne auch in ein paar Tagen oder in ein paar Wochen, wann auch immer ihr das Video seht und ihr habt es ausprobiert, lasst mich doch bitte wissen, ob das bei euch auch funktioniert hat mit diesem Setting-Spray-Schritt. Ob das was bewirkt bei euch, was interessiert mich natürlich jetzt, ne? Ich kann das natürlich in 2, 3 Wochen, wenn ich das öfter mal gemacht habe, nochmal anders vielleicht sehen, anders beurteilen. Und ich kann mich auch gerne nochmal zurückmelden und euch nochmal davon berichten. Aber das ist auf jeden Fall ein toller Tipp gewesen, den ich da selbst bekommen habe von einer YouTuberin, die wiederum das ja auch von jemand anderem bekommen hat. Aber ich finde, sowas sollte sich dann auch verbreiten. Und wenn es dem einen oder anderen weiterhilft, in seiner Concealer-Routine einfach das Ganze frischer aussieht, glatter aussieht, länger hält, dann hat es doch auf jeden Fall uns allen, die wir uns schminken, einen Schritt nach vorne gebracht und ein bisschen weitergeholfen. Ich freue mich darüber und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid und ich freue mich auf eure Kommentare. Vielen Dank im Voraus und ich sage bis zum nächsten Video. Tschüssi!